Ich bin Daniela Lukassen und ich bin die Geschäftsführung der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz. Verbraucherschutz betrifft das ganze Leben. Wir essen, wir trinken, wir bewegen uns fort, wir konsumieren, wir wohnen. Und mit dem Preis möchten wir eigentlich zeigen, wo ist denn Verbraucherschutz überall? Der Preis macht zum einen das Engagement sichtbar und ehrt es damit, was ganz doll wichtig ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein ganz pragmatischer Preis, weil er es mit einem Preisgeld dotiert in dem Bereich Engagement, sogar mit 15.000 Euro. Wir verleihen den Bundespreis in zwei Kategorien. Einmal im Bereich Engagement, da zeichnen wir Personen aus, wie zum Beispiel letztes Jahr Max Schrems, der Datenschützer, der sich europaweit für unsere Datenschutzrechte stark macht. Und wir zeichnen auch immer ein Projekt aus. Da hatten wir zum Beispiel eine Schülergenossenschaft, die gesunde Pausensnacks anbietet. Also es ist was ganz Einfaches, Greifbares, was dann auch stellvertretend steht für viele Initiativen deutschlandweit. Und da wird das mal offensichtlich, Mensch, da geht es um uns Verbraucher. Ja? Die setzen sich für uns ein, jeden Tag. Und der Preis ist eigentlich ein schönes Tool, um das zu übersetzen, um zu zeigen, Verbraucherschutz ist Leben.